Shappy? Kennen Sie noch einen anderen Shepard? Ja, das stimmt natürlich. Sie sind doch nicht auf den Isntoller Planspruch reingefallen. Und schauen wir uns das Ganze mal live in Live Action an. Hallo, ich wollte Shepard nicht. Danke, geht doch. Der kann aber schon gut umgehen mit dem Ding, ne? Anscheinend ist auch unser Türmchen fertig. Mir gefällt's hier irgendwie. Haltet eure Position! Sie übernehmen den Bereich. Ja, tun wir. Abwehrturm ist auf jeden Fall schon fertig. Sehr schön, Railgun. Ne, wir komm, rauszoomen. Oh, diese Frösche. Oh, schön. Eigentlich nicht, aber... Okay. Können wir gerade gut gebrauchen. Jetzt denke ich an ein leckeres Truthahn-Sandwich. Da oben fliegt es wieder. Abgeschlossen. Oh, toll. Welch riesig erweiterter Sichtwinkel. Wow. Ich fühle mich ja gleich so übermächtig. Was ist? Wenn ich nervös bin, esse ich. Rodney? Wollen Sie mal steuern? Wir sind direkt bei euch. Hat gepasst. Ich möchte mehr Bauplätze, direkt neben dem Schiff, sondern das einnehmen. Seid ihr denn verrückt? Bombardement verfügbar. Alter. Was für ein Plan ist das? Gleich habe ich. Die bauen. Hätten wir diese Leute nicht auf einem Planeten mit einem tropischen Strand voller langbeiniger Blondinen treffen können? Gut. So läuft das also, Alter, das gibt's doch nicht. Du gegen mich. Wir halten euch den Rücken frei. Okay. Zeit, was kaputt zu machen. Kommt, Leute, hier entlang. Wir sind so unterlegen. Sie sind doch nicht auf den Isntoller Planspruch reingefallen. Okay, das muss man jetzt einzeln regeln, fürchte ich. Was für ein Plan ist das? Ja, sorry, ist Notfallplan. Eröffnet das Feuer! Wäre ich hier nur mit leichten SG-Teams reingegangen, ne? Kennen Sie noch einen anderen Shepard? In einem sehr gruseligen Park. Voll mit Monstern, die mich umbringen wollen. Alles klar, geht los, abmarsch! Heilstation, die bauen also immer nur dasselbe an denselben Punkten. Jetzt denke ich an ein leckeres Truthahn-Sandwich. Das passt so gar nicht, aber gut. Ich brauche dringend den Bauplatz für Anti-Aircraft. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben einen Bauplatz. Geschützturm gebaut. Deck die Flanken! Standardbewaffnung. Nicht viel Vertrauen im Plan. Okay. Atlantis, hier ist Shepard. Ah, mach ihn platt jetzt. Wir haben einen Bauplatz erobert.
dachte gerade, Shepard war getroffen, ey. Oha. Nochmal Anti-Aircraft. Sie übernehmen den Bereich. Finden Sie noch einen anderen Shepard? Hätten wir diese Leute nicht auf einem Planeten mit einem tropischen Strand voller langbeiniger Blondinen treffen können? Rücken vorsichtig. Nee, leider nicht. Gut. So läuft das also, ja? Du, ja. Halt die Augen auf. Jetzt denke ich mal, leckeres Sandwich. Oh Gott, wir haben schon einen ganzen Trupp verloren, habe ich gar nicht gemerkt. Oh. Zeit, was kaputt zu machen. Wir helfen euch. Eine Bagdad Heilstation ist an die Infanterie. Die macht er gerade kaputt. Prima. Alter. Ich fliege rein. Gut. Oh, ich habe ja gar kaum noch Geld. Eine Wompratte. Von den Race noch nicht ausgesaugt. Wir haben einen erobert. Oh, da hinten kreisen noch Drohnen. Jetzt muss aber leider mal ein Medizelt sein. Ich muss die Truppen erhalten. Wir haben einen Bauplatz erobert. Geschützturm wird gebaut. Deck die Flanken! Atlantis, hier ist Shepard. Ja, ich weiß. Sie sind doch nicht auf den Isntoller Planspruch reingefallen. Was für ein Plan ist das? Schöne Androhen, Sie können mehrere Sachen gleichzeitig treffen. Konstruktion abgeschlossen. Während die sich heilen, macht Shepard hier mal Sachen kaputt. Hoffentlich. Hätten wir diese Leute nicht auf einem Planeten mit einem tropischen Strand voller langbeiniger Blondinen treffen können? Und gleich gehen die hier wieder amok. Gut. So läuft das also, ja? Du gegen mich! Race Kreuzer? Was? Moment. Die Rays landen auf Planeten und nutzen ihre Raumschiffe dann als Basis. Sie haben unterschiedliche Truppen an Bord, die das Raumschiff beschützen. Dieser kleine Außenposten kann auf jedem bewohnbaren Planeten gebaut werden und wird benötigt, um andere Gebäude zu bauen. Die Hauptaufgabe liegt aber in der Ausbildung von neuen Soldaten für das Stargate-Programm. Ja. Das ist ein Race-Kreuzer. Ich glaube, Shepard muss dann mal hier hinnehmen. Zeit, was kaputt zu machen. Ja, gönn dir. Oh, das ist echt ein Kreuzer. Nice. Viel aber nice gemacht, ehrlich. Los. Macht ihr wohl? Hier hinten kann ich, glaube ich, nicht. Doch, hier kann ich rum. Ja, hier müsste ich rum können. Ah, der Typ ist aber auch ein Arschloch, ne?
mitten in der Schlacht macht er wieder so eine Cutscene rein und zack, sind wir auch schon im Abspann. Ja, aber die Zeit war wieder erreicht und ihr wisst, wie das mit dem Upload ist. Das ist immer so große Dateien, jetzt lag es gerade auf dem Bildschirm, ist gar nicht schön. Ich hoffe, es läuft alles sauber beim Rendern und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, in der nächsten Folge sehen wir, wie die Schlacht ausgeht. Ob wir gewinnen, ob wir verlieren, ob wir neutral bleiben. Nee, Quatsch, das ist völliger Schwachsinn. Egal. Wir sehen, ob wir das in der nächsten Schlacht alles gewinnen und alles ordentlich machen und möglichst noch viele Stationen ausbauen können. Das ist ja immer mein Ziel, so die ganzen Bauplätze noch mitzunutzen, damit bei einer Invasion uns zusätzliche Türme zur Verfügung stehen. Und wir sehen mal, wie das so klappt. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein und tschüss.